verharmlosen Spaziergänge in den stattfinden. Im Namen der Freiheit begeben Sie sich in Gesellschaft von Menschen, die das Coronavirus leugnen, Verschwörungsmythen verbreiten, die unsere Demokratie in Frage stellen, wie Neonazis und viele AfDler. Wenn diese Demokratiefeinde die Mehrheit in unserem Land bekämen, was natürlich nie der Fall sein wird, würden die in unserer Verfassung festgelegten Grundrechte abgeschafft. Als erstes die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Pressefreiheit. Genau, juhu! Ohne diese Grundrechte kann eine Demokratie nicht funktionieren. Und es ist jenseits aller Vernunft, diese Grundrechte in Frage zu stellen. Wie können Sie zeigen, dass sie nicht gemeinsame Sache mit den Demokratiefeinden haben? Kommen Sie am nächsten Montag auf unsere Seite und halten Sie sich an die Regeln, die ein Rechtsstaat befristet aufstellen kann und muss, wenn das Leben und die Gesundheit vieler Menschen bedroht sind. Tragen Sie Maske, halten Sie Abstand. Oder der andere Vorschlag, melden Sie Ihre Demonstration an und sagen Sie klar, wogegen Sie sind oder besser, wofür Sie sind. Ich würde die Frauen nicht helfen, wenn ich die Brüste nicht so aufzunehmen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, hier spricht die Polizei. Wir möchten Sie auf die infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen hinweisen. Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 1,50 Meter. Sollte dies nicht möglich sein, dann fordern wir Sie auf, einen Mund-Nasen-Schutz zu verwenden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.